Was geht ab, Freunde? Wir sind hier gerade in Seoul und ich zeige euch heute einen Tag, was wir in Seoul machen werden. Und wie startet man einen guten Tag in Südkorea? Natürlich mit gutem koreanischen Essen. Aber ob das Essen noch wirklich gut ist, kann ich das später sagen. Deswegen seid gespannt, ich nehme euch da mal mit. By the way, wir befinden uns hier gerade in der Subway. Und das Ding ist, die ist relativ simpel und einfach, aber nur, wenn du koreanisch kannst. Wenn du es nicht kannst, dann bist du hier ein bisschen aufgeschmissen. Aber gerade haben wir das erste Mal gesehen, dass hier auch was auf Englisch war. Das ist für uns natürlich etwas hilfreicher. Wir sind jetzt im Shabu angekommen und der erste Eindruck ist echt cool. Ist ein kleiner Laden hier. Man sitzt hier an so kleinen Tischen so und man guckt in eine Richtung. Mega entspannt. Ich glaube, das ist so ein asiatisches Ding. Man konnte das Essen über ein Tablet bestellen. Das haben wir jetzt gemacht und das Ganze zeige ich euch jetzt mal. Ich bin mal gespannt, wie das vom Schärfegrad ist, weil die Chantal, die hat nicht spicy bestellt, die Originalbrühe. Und ich habe halt 50-50 bestellt, also spicy und die Originale. Ich bin mal gespannt, ich hoffe, das ist nicht zu scharf für mich. Weil ich muss sagen, Thailand haben wir echt gut überstanden. Aber ich bin auch geübter scharfer Esser, ja. So sieht das Ganze da aus. Ich habe mir so einen Spieß geholt, keine Ahnung, was es ist. Ich denke, das ist so Teig. Dann habe ich hier so ein Egg Porridge geholt für ein bisschen die Proteins. Dann haben wir noch ein bisschen Gemüse und Nudeln extra dazu. Das Ganze kostet ungefähr 9 Dollar, also 9 US-Dollar. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt in Euro sind, ungefähr 8 Euro wahrscheinlich. Und hier steht so die Brühe auf einer Induktionsplatte. Und das wird jetzt aufgeheizt und dann tun wir unsere ganzen Sachen da rein. Und jetzt habe ich quasi die ganzen Sachen da reingetan. Jetzt warten wir ein bisschen, bis sie fertig sind und dann wird gegessen. So Leute, ich muss sagen, das ist wirklich ein Erlebnis für sich. Ich habe mich hier auch ready gemacht, weil immer wenn ich so Nudeln esse, meistens immer auswärts, dann schlürfe ich das so rein mit so Suppe. Und man muss da aufpassen, immer mit diesen roten Suppen und sowas. Dann spritzt das und das ganze T-Shirt im Arsch und das weiß ich. Auf jeden Fall, das ist ein Erlebnis für sich. Es macht übel Bock. Wir haben schon darüber gerade geredet. Die Asiaten haben einfach so geiles Konzept. Also so oft die Korean Barbecue oder das, so Hotpot oder so in China. Das ist ja voll easy money für die. So, die holen einfach, die müssen sich einfach nur um gute Zutaten kümmern und dann servieren die das. Und dann, ob das irgendwie zu kalt ist oder das Fleisch nicht ganz roh ist oder was für ein Gargrad, ist dann dem Kunden überlassen. So, eigentlich voll intelligent. Wir haben jetzt aufgegessen, kurzes Fazit. Es schmeckt ultra geil. Du kannst selbst entscheiden, wie du das Fleisch haben willst. Das Fleisch, also dieses Rindfleisch ist auch ultra, ultra soft. Du kannst dann Nudeln auswählen, du kannst Glasnudeln, Reisnudeln, alles machen, was du möchtest. Insgesamt auf jeden Fall ein Must-Have, wenn man hier in Korea ist. Der Typ gerade eben, der hat uns quasi Trinkgeld gegeben. Das hat 21.100 Won gekostet. Da hatte ich 21 passend und dann musste ich so rumkramen. Da meinte er so, passt so. Also, er hat uns quasi Trinkgeld gegeben. Und jetzt gehen wir zu einem traditionellen Spot, wo wir ein Käffchen trinken werden. Das Ganze zeige ich euch. Das Ding ist, für uns ist jetzt gleich das erste Mal Busfahren. Und wir wissen beide nicht, was auf uns zukommt, wie das ist mit den koreanischen Zeichen. Weil ich muss sagen, wenn man hier teilweise kein Koreanisch kann, ja in der Hauptstadt, muss man schon etwas aufgeschmissen. Manchmal gehen wir hier so rum und dann denken wir so, Alter, so die ganze Zeit am Gucken und so. Und du siehst auch hier selten so Europäer und sowas. Also es ist ziemlich cool eigentlich, aber auch herausfordernd. Wir sind jetzt gerade in diesem traditionellen Café angekommen. Und ich muss sagen, erster Eindruck, es sieht sehr, sehr geil aus. Da im Hintergrund, was ihr ja schon gesehen habt, da sieht man dieses traditionelle Dorf. Und hier ist aber alles irgendwie so modern, das Gebäude. Und wenn man hier so reinkommt, sind so ein paar Parts so richtig traditionell. Und dieses Zusammenspiel, das sieht einfach echt ästhetisch aus. Und das haben die Koreaner echt drauf. Bestellt haben wir uns einen Matcha, einen Flat White, Karottenkuchen für die Chantal und für mich gibt es hier so Patterned Rice Cake. Wir probieren das Ganze und ich sag euch, wie schmeckt. Also als erstes haben wir hier Rice Cake. Probieren wir mal das Grüne erstmal. Ist sehr chewy, aber schmeckt. Schmeckt gut. Aber glaube ich, würde ich mir schon mal holen. Aber ich glaube, für viele von euch, die so japanische Mochis und sowas mögen, ist genau das Richtige. Aber man muss lange kauen. Direkt hinterher wird das Käffchen gesippt, mit normaler Milch wohlgemerkt. Das ist aber sehr, sehr gut. Wir haben das Ganze jetzt verputzt. Es war ultra lecker, richtig geil gewesen. Und zwar wollte ich noch sagen, hier oben, wenn man hingeht, hier muss man die Schuhe ausziehen. Und da habe ich so drüber nachgedacht, irgendwie fühle ich mich hier so wohl und so geborgen. Ne? Und das ist einfach, man fühlt sich, nur wenn man die Schuhe irgendwie auszieht, fühlt sich an, als ob man zu Hause wäre. Und das ist nochmal irgendwie ein ganz anderer Vibe. Aber ich muss sagen, wir sind jetzt gerade mit dem Bus und so unterwegs gewesen. Das geht eigentlich doch schon klar. Also es ist ein bisschen anstrengend, aber ein paar Sachen, ein paar Orte, so wahrscheinlich, wo die meisten hinwollen, sind auf Englisch geschrieben. Das hilft dann bei der Übersicht, wenn du in eine gewisse Richtung willst, ob du dann in die richtige Richtung fährst. Aber trotzdem stehst du voll oft so da und guckst einfach wie so Spaß durch die Gegend. Der ein oder andere mag sich vielleicht fragen, wo es für uns jetzt hingeht. Wir checken den Markt ab mit Essen, Shoppen und so weiter. Weil in Korea kann man sehr geil Streetfood und normale Sachen shoppen. Wir sind jetzt beim Markt angekommen und das sieht schon crazy aus. Das ist hier alles so überdacht, ne? Wie man sieht. Ja, die ganzen Eindrücke, was man hier sieht, dieses ganze
richtig authentische Korean Style, das kommt hier halt übel gut durch. Und hier hat man das Gefühl, was so Essen und sowas angeht, da kriegst du hier alles. Von Früchten bis hin zu Fleisch, zu Fisch. Und du kannst hier gibt es auch so Spots, da kannst du direkt essen und dir selber Sachen braten, glaube ich, habe ich gesehen. Zeige euch das, wenn wir nochmal dran vorbeilaufen. Hier gibt es auch verschiedene so Aale und sowas. Dann hier, das ist dieser böse Fisch von SpongeBob. Dann hier noch irgendwelche Gewächse, Oktopoden. Boah, krass. Also ich finde die Eindrücke, wenn man dann so durch so einen authentischen Markt läuft, finde ich, sind eigentlich unbezahlbar, weil das ist echt heftig, was du hier siehst, was du hier lernen kannst und sowas. Diese Kultureindrücke, top, kann ich nur jedem von euch weiterempfehlen, das auch mal zu machen. Hier ist das, was ich gemeint habe mit den ganzen Sachen, diese Street-Food-Sachen. Ich weiß nicht, ob man die hier selber braten kann oder nicht, aber ich muss sagen, teilweise sieht das auch richtig schmackhaft aus. Hier drüben haben wir ein bisschen Fisch und sowas, Meeressachen. Kennt ihr dieses Ding, wenn die Fische da so rumhängen und so? Das sieht immer am heftigsten aus, finde ich. Da werden Sachen direkt frisch gemacht, bisschen Gebäck und sowas. Also, hier ist auf jeden Fall was los, Freunde, das kann ich euch sagen. Und es ist zwar überlaufen, aber zum Beispiel in Bangkok war das so irgendwie, da nehmen die Leute überhaupt gar keinen Rücksicht auf einen. Aber hier ist es irgendwie so, dass die Leute respektvoll mit einem umgehen. Deswegen, ich wurde zwar gerade angerempelt, aber egal. Das ist gerade der Vorführeffekt. Meine Mission ist jetzt, irgendwas Leckeres zu finden und das zu probieren. Guck mal, Leute, wie schlau die das macht hier mit der Tüte und sowas, damit die Teller nicht waschen müssen. Ist nicht so gut für die Umwelt, aber ist gut für den Menschen. Also, hier ein bisschen dieses koreanische Sushi, wie heißt es nochmal? Kimbap. Bisschen Kimbap und ein bisschen spicy Zeug. Ich habe ein bisschen Schiss, aber das Ganze wird jetzt probiert. Das hier, das sind, glaube ich, so scharfe Reiscracker. Wir probieren das Ganze jetzt mal. Ja, das ist schon scharf. Und scharf? Es ist schon scharf. Aber ich glaube, das geht trotzdem klar. Es geht trotzdem klar. Nicht so scharf wie so Chilis, wenn du direkt drauf weißt in Thailand. Ich muss mal ein ganzes essen. Bis jetzt ist es eine angenehme Schärfe. Und jetzt probieren wir mal so ein Kimbap. Ich weiß noch nicht, was da drin ist. Ich weiß nicht, was da drin ist. Gerade eben ist da so ein Sesamkorn runtergefallen. Chantal hat den Arm darunter gemacht, ihre Hand. Da hat diesen Sesamkorn abgewehrt, aber die hat sich ein bisschen erschrocken. Dann probieren wir das Ganze. Ich habe gar keinen Plan, ob das mit Fleisch ist oder mit Chicken. Aber so to go ist geil. Und die hier? Und was nimmst du mir das alles weg, Mann? Guck mal hier. Und diese Reiscracker, die sind halt so richtig chewy. Mission erfüllt, würde ich sagen. Wir haben was Leckeres gefunden. Ey, ich habe gerade diese Soße probiert. Das essen die hier zum Kimbap. Und ich muss sagen, die schmeckt ohne Scheiß richtig heftig. Richtig geil. Ich glaube, ich muss gucken, ob ich die hier kaufen kann für Deutschland später. Aufgegessen, jetzt wieder auf in die Schlacht. Aber ich muss sagen, genau so habe ich mir asiatischen Markt vorgestellt. Hier Leute, Rice Cakes, alles am Start hier. Hier vor allem fette Packung. Hier geht's ab. Aber es macht gerade richtig Spaß. Es ist zwar so voll, aber irgendwie achtet jeder so aufeinander und du wirst nicht so angerempelt und so. Top Leute, gute Erziehung. Hier ist der Bratan auch mies am Chillen. Es ist schon crazy, dass du kriegst hier das Frischeste vom Frischesten direkt eigentlich, um ehrlich zu sein. Aber ich weiß halt, ich bin da nicht so der Fan von. Vor allem, wenn ich noch vorher sehe, wie die da so rumkrabbeln. Ich finde Oktopoden, so Oktopus finde ich eigentlich ganz geil vom Fleisch. Der ist richtig, richtig zart. Wir haben das mal richtig fresh auf den Seychellen immer gegessen, das ist das Nationalgericht da. Aber wenn ich den vorher so sehe, wie der da so, irgendwie tun die mir leid, ich weiß nicht. Das ist echt krass hier, weil so viele Eindrücke, die du hier erlebst, ja, die auf dich einwirken, die kannst du gar nicht so verarbeiten direkt, Alter. Echt cool, Mann, gefällt uns richtig gut hier gerade. Unglaublich lecker. Probieren wir mal jetzt. Ich muss sagen, ich bin kein Marshmallow-Fan, aber dass das so dünn ist, das gefällt mir. Aber man muss auch so reinbeißen, dass man die Ice Cream erwischt, ne? Ja. Safe, geile Kombi eigentlich. Kann man machen. Aber wir essen lieber Fleisch. Ey, das Ding ist, bei dem Teil hätte man denken können, also haben wir gedacht, dass es so ein Overload ist und süß ist. Aber es geht voll, es ist vollkommen in Ordnung. Es ist nicht so süß, wie es aussieht. Also die Kombi macht's aus, Freunde, vertraut mir. Die sind auch so normale Märkte, so, wo man Souvenire drin holen kann. Und in diesem Shop haben wir hier zwei Magneten geholt. Und eins davon ist für uns. Ich habe hier noch einen Ort gespottet, wo die Kaffeemaschine cool aussieht. Und hier gibt es irgendwie so Pumpkin-Latte. Das Ganze wird jetzt probiert. Damit hat man nicht. Hier gibt es so ganz ausgefallenen Kaffee, so Eigenkreationen von denen. Probieren wir mal hier diesen Sweet Pumpkin-Latte with Red Bean. Kurzerhand wurde das Ganze bestellt. 14.000 Won. Mal schauen, wie viel das in Euro sind. Hier wird das Ganze gemacht. Mega coole Leute auch hier zum Film direkt eingeladen. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze schmeckt.
das hat auf jeden Fall was. Ist ziemlich süß. So als süßes Getränk, so schon nice. Schon nice, außergewöhnlich. Also so ein Geschmack, so auch ähnlich, hab ich schon nie probiert. Diese Kürbisnote ist schon intensiv. Aber nice. Sag euch, hier kommen die ganzen Trends her, die später bei uns da sind. Die sind zuerst in Korea. Also, aber ich muss sagen, ich dachte, das wäre Kaffee, aber das war kein Kaffee. Die haben mich ein bisschen das Licht geführt mit der Kaffeemaschine. Dann wollte ich mir noch ein Käffchen holen, aber die hatten schon zu. Nicht schlimm, war trotzdem eine gute Erfahrung. Und es ist gekommen, wie es kommen musste. Ich kann endlich einen Corn Dog probieren. Denn es gab eigentlich nur drei Sachen, die ich in Korea probieren wollte. Eins davon war Korean Barbecue, das zweite war dieses Egg Sandwich und das dritte war der Corn Dog. Und jetzt habe ich die Ehre, so einen Corn Dog probieren zu dürfen. Die machen das fresh, also das ist hier nicht so vorgefertigt und so alles. Er macht das gerade alles selber und so, paniert das gerade frisch und dann wird das gleich auch frisch frittiert. Leute, wir haben ein Problem. Ich habe hier die zwei genommen, aber vielleicht hätte ich die drei nehmen sollen mit Cheddar. Ich weiß nicht. Haha, ich darf rein, wird er das frittiert. Ja? Wow. Das sieht gut aus. Thank you very much. It looks very good. Oh man, that's aesthetic. Da kommen jetzt ganz viele Soßen drüber und es ist fertig. Thank you very much. Da haben wir das gute Ding. Mega gespannt, Alter. Probieren wir das Ganze mal. Ey, guck mal, das ist hier richtig hier durchdacht. Man kann hier immer so ein bisschen weiter raus und sowas. Und jetzt die ganze Soße da drauf. Egal, wir beißen jetzt rein. Oh, schmeckt geil. Ich habe zwar nur Käse gerade erwischt, aber ich muss sagen, ich habe auch überall in Deutschland darauf verzichtet oder in den Niederlanden das zu probieren. Und jetzt kann ich hier Taste testen. Ich glaube, die obere Hälfte ist nur mit Käse und unten kommt die Wurst so. Deswegen, wir warten, bis die Wurst da ist. Guck mal, okay Leute, also die Hälfte war mit dem Käse drin, die andere Hälfte ist die Wurst und jetzt langsam kommt die Wurst. Mal gucken, wie es ist. Das war wieder nur Käse, oder? Mhm, doch, das war nur Käse. Jetzt sind wir bei der Wurst angekommen. Die ist knackig. Ich hätte gedacht, dass es lecker ist, aber dass es so lecker ist, hätte ich echt nicht gedacht. Vor allem, ich glaube, dass sie einfach das haben, dass sie das komplett frisch machen. Natürlich, die Wurst ist schon ready. Ja, also frisch. Nein, nicht nur frittiert. Die machen das komplett frisch. Ja, nee, ich denke, aber das Leckere daran ist, dass es frittiert ist. Ja, und das ist auch nicht so vorgefertigte. Das ist frische Panade. Also, der holt die Wurst, hat er rausgeholt aus dem Kühlschrank. Und dann hat er die Panade, also hat er alles direkt selbst paniert. Deswegen, nice. Und wenn man das so macht mit Liebe, dann kann der Laden nur laufen hier. Corn Dog ist jetzt auch von der Liste gestrichen. Jetzt fehlt nur noch dieses Egg Sandwich. Und die Squid Game Kekse. Der Markt ist soweit durch, Freunde, aber meine Proteine müssen noch gesaved werden. Deswegen bin ich in so einen Convenience Store reingelaufen. Und hier habe ich so einen Protein Drink entdeckt. Das schnappen wir und probieren das Ganze mal. Das Ding wurde sich jetzt gegönnt. Und jetzt werden die Proteine gesaved. Es wird probiert. Na, die Buben kennen die Bewegung. Naja, wenn man schüttelt, ist es schon besser. 3000 Won kostet das Ganze. Was tut man nicht alles für die Proteins? Das wird jetzt getrunken, dann gehen wir zurück in unser Hotel. Danke, dass du dran geblieben bist. Ich hoffe, du konntest ein bisschen ein paar Eindrücke mitnehmen. Uns hat es sehr gut gefallen.